Mein Name ist Stefanie Gerke und das ist mein 7. Buch Schwarzes Herz. Es spielt wie alle meine Bücher in Südafrika und zwar in KwaZulu-Natal, da wo Südafrika wirklich noch Afrika ist. Die Hauptfigur ist die Journalistin Lisa Darling. Sie ist TV-Journalistin und wird das Gewissen der Nation genannt. Eines Tages kommt ihr zu Ohren, dass ihr Vater, von dem sie eigentlich nur weiß, dass er Polizist ist in der Verwaltung oder so, in Wirklichkeit ein hochrangiger Geheimdienstoffizier war, der selber gefoltert und auch selber gemordet hat. Und es heißt, dass er die Verwandten, die Söhne und den Bruder seines schwarzen Nachbarn ermordet hat. Zur gleichen Zeit wird ihre Mutter gekidnappt. Und das Ganze tritt eine Lawine los, die wirklich alle verschlingt. Die Sehnsucht nach Afrika lässt mich nie los und ich werde immer daran glauben, dass ich irgendwann zurückgehen kann. Es ist momentan nur etwas schwierig. Wir durften lange Jahre nicht zurück nach Südafrika, weil wir uns mit der Apartheid-Regierung angelegt hatten und wir mussten 78 aus dem Land fliehen. Erst 94, nachdem Nelson Mandela an die Regierung kam, durften wir wieder zurück. Und in diesen langen, dunklen Jahren habe ich eigentlich nur überlebt, indem ich schon angefangen habe zu schreiben. Und am besten schreibe ich auch hier im Winter, weil dann die Sehnsucht nach der Helligkeit und der Farbe und der Wärme einfach viel größer ist.